Grüße aus dem Nerdroom und hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich meine Reise der Betriebssysteme weiterführen und zwar geht es heute primär um Windows, aber auch ein bisschen um DOS und ein bisschen so im Allgemeinen um alles Mögliche. Ja, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich mein letztes Video gemacht habe und in der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert. Ich habe mir unter anderem neue Hardware angeschafft. Ich habe mir hier so ein USB-Diskettenlaufwerk geholt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, ich denke schon. Ist so ein ganz billiges und hat natürlich super funktioniert, nämlich nicht. Also unter Windows schon, aber irgendwie hat die virtuelle Maschine VirtualBox da irgendwie Probleme mit diesem USB-Anschluss. Ich habe mir nämlich dann von MaxData noch ein etwas besseres geholt. Das ist jetzt allerdings gerade angeschlossen. Ich zeige das mal hier so. Ja, von MaxData. Und ist auch eine Diskette drin hier. Da ist ein Programm drauf, GV Basic. Damit werde ich gleich mal zeigen, wie langsam das ist. Denn, es funktioniert zwar unter VirtualBox, aber halt super, super, super langsam. Ich habe es jetzt mal hier eingebunden in der virtuellen Maschine und gucken wir uns dann gleich mal an. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Ich schalte mal um. So, da fährt die virtuelle Maschine gerade hoch. Es ist DOS 6.22 installiert, so wie wir es letztes Mal verlassen haben, beziehungsweise fast so. Irgendwie ist der Maustreiber abhanden gekommen. Ich hatte da noch ein bisschen rumexperimentiert und hatte vergessen, einen Sicherungspunkt zu erstellen. Ist aber nicht so schlimm. Die Maus werden wir an sich nicht mehr benötigen. Allerdings hatte ich letztes Mal ja eine Sache, und zwar hatte ich moniert, wenn man hier irgendwie jetzt mal ein paar Befehle eingibt, dass man immer nur den letzten Befehl mit der Pfeil-nach-rechts-Taste hier nochmal wiederholen kann. Und bei anderen Betriebssystemen, wie bei Linux zum Beispiel, ist es ja so, dass man mit Pfeil-nach-oben immer auf den nächsten oder auf den letzten und vorletzten und vorverletzten Befehl kommt. Und da hat mir der User Lafote einen Kommentar geschrieben. Und zwar gibt es mit DOS mitgeliefert ein Programm, das heißt DOS-Key. Ich starte das mal, da passiert jetzt augenscheinlich erstmal nichts. Aber wenn ich jetzt hier anfange, irgendwelche Faxen zu machen, Verzeichnis wechsle, Clear Screen und nochmal dir und vielleicht nochmal zurückwechseln und nochmal Clear Screen. So, jetzt kann ich mit Pfeil nach oben durch die ganze Befehlshistorie zurückblättern. Und das ist natürlich dann sehr komfortabel. Und ja, gut zu wissen. Wenn man das immer haben will, haben wir ja letztes Mal schon gelernt, brauchen wir es eigentlich nur in die Auto-Exit-Bat zu schreiben. Dafür müsste ich sie allerdings aufmachen. Kann ich das hier? Nicht so ohne weiteres, das mag er jetzt gerade nicht. Ja, dann gehe ich mal wieder raus. Dann gebe ich es mit. Ach nee, Moment, ich kann ja jetzt Pfeil nach oben drücken. So. Okay, Auto-Exit. So, und da können wir einfach ganz am Ende hier unten DOS-Key hinschreiben. Nicht Doki, auch nicht Donkey, DOS-Key. So, als Befehl. So, ich speichere das ab. Und wenn ich jetzt die Kiste resette und nochmal neu starte, dann sollte dieser Befehl sofort aktiv sein. Ich nehme allerdings an, dass er deswegen nicht standardmäßig aktiv ist, weil ja mit dem Speicher, haben wir ja auch schon gesehen, immer so ein Problem ist. Und das ist jetzt natürlich ein Programm, das auch im Speicher liegt. Hätte ich vielleicht vorher mal mit Mem testen sollen. Können wir ja gleich mal machen. So, hier. LS und ja, funktioniert. So. Allerdings natürlich nur seit Systemstart. Also irgendwie, was ich vorher gemacht habe, das merkt er sich nicht. Das wird nirgendwo gespeichert. So, jetzt kann ich hier bei Mem mal gucken. Was haben wir denn da? Frei 596 Kilobyte. Beziehungsweise maximal Größe für ausführbare Programme 593 Kilobyte. Und wenn ich den Befehl hier unten nochmal rausschmeiße, dass er nicht direkt mitlädt. Datei. Speichern. Da ist ganz normal neu. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wie viel da stand, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich kann das Programm einfach manuell starten jetzt.
Aber das interessiert mich ja jetzt doch. Ne? Wenn, dann aber richtig. So. So, jetzt geht das wieder nicht mit dem Hochblättern. So, jetzt gucke ich mir nochmal an, wie viel speichern wir jetzt. 597 Kilobyte. Und wenn ich jetzt Doski starte, wie viel haben wir dann? 593. Aha, ja klar, das Programm liegt jetzt halt im Speicher. Dafür kann ich hier lustig die Befehlswiederholung machen. Da muss man halt abwägen, ob man den Komfort haben will oder ob man den Speicher unbedingt braucht. So, ja. Jetzt zu meinem Diskettenlaufwerk. So, das ist jetzt eingebunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich habe hier eine Diskette, da habe ich ein Programm drauf, das GV Basic. Das habe ich letztens, glaube ich, mal erwähnt im letzten Video oder im vorletzten Video. Das ist der Basic-Interpreter, mit dem ich in der Schule so ein bisschen Basic gelernt habe. Ich habe dann das Gelernte so auf den C64 übertragen, den ich zu Hause stehen hatte. In der Schule hatten wir halt so IBM-PCs oder kompatibel, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir mit GV Basic gearbeitet und das wurde mit älteren DOS-Versionen ausgeliefert. Ich hatte letztens vermutet, dass es irgendwie mit Windows ausgeliefert wurde. Aber nein, mit älteren DOS-Versionen und wurde später durch QBasic abgelöst, das wir uns letztens ja schon mal so ein bisschen näher angeguckt hatten. Und ja, lege die Diskette mal ein. Ich wechsle mal aufs Diskettenlaufwerk. Hört man das? Weiß gar nicht. Hat gerade so mal so gekrönt. Man sieht aber vorne, das Licht leuchtet, es arbeitet auch. Allerdings sieht man hier auch, wie lange das dauert. Und so lange hat das damals nicht gedauert. Also das ist wirklich ja kaputt. In dem Sinne, dass es halt nicht so schnell ist wie ein normales Diskettenlaufwerk. Falls von euch einer eine Lösung hat, ich habe auch so auf die Schnelle im Internet nichts gefunden. Ich habe auch keine Möglichkeiten, ein internes Floppy-Laufwerk noch hier in dem Rechner anzuklemmen, weil das Mainboard einfach die Anschlüsse nicht mehr hat. Ich drücke hier schon mal dir. Und da sieht man auch, dass das ewig dauert. Also das Licht leuchtet hier. Es klackt ab und zu mal so ein bisschen. Ich stelle es mal wieder hier unten hin. Und ja, da passiert aber nicht viel. Da, Datenträger in Laufwerk A ist Diskette. So habe ich das Ding, glaube ich, genannt beim Formatieren. Und Datenträgernummer steht da irgendwas. Und jetzt kommt so eine Datei gleich. Da ist nämlich nur eine Datei drauf, das GV Basic. Und ja, ursprünglich war ja mein Plan, komplett Windows damit zu installieren und DOS damit zu installieren, also mit richtigen physischen Disketten. Die habe ich mir hier auch schon alle schön vorbereitet gehabt. Aber, naja, ich habe das dann mit DOS probiert und das hat wirklich ewig gedauert. Also ich habe da die erste Diskette, bis die kopiert war, da ging so eine Viertelstunde, 20 Minuten ins Land. Und ja, so viel Redeausdauer habe ich da dann auch nicht. Ne? So. Ein Schluck aus der Faulenzer-Tasse. Und ja, da ist GV Basic. Und das kopiere ich mir jetzt aber auf die Festplatte. Copy GV Basic.exe nach C. So, das dauert jetzt auch wieder eine Zeit lang, bis das fertig ist. Also wie gesagt, es funktioniert, aber irgendwie hat die hat VirtualBox Probleme mit dem USB. Das da sauber durchzuschleifen oder keine Ahnung, warum das so lange dauert. Da gab es irgendwie den Tipp, dass man da noch irgendwelche Zusatztreiber installieren kann. Das habe ich auch gemacht. Das hat aber alles nicht geholfen. Oh, ich habe GV Basic schon mal darüber kopiert. Aber dann überschreiben wir es einfach nochmal. Komm, auch schön. Dann sieht man mal, was passiert, wenn die Datei schon da ist. Wir sagen überschreiben und jetzt kopiert ihr die schön darüber. Ich hoffe, die Diskette geht jetzt auch und ist nicht kaputt. Das wäre natürlich fatal. Ja. So, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte eigentlich irgendwas Wichtiges erzählt haben, aber das wird mir sicherlich gleich noch einfallen, wenn das Kopieren hier vorbei ist. Kann ja nicht so lange dauern. Also so lange hat das damals halt nicht gedauert, wie gesagt. Das ist jetzt wirklich schon extrem und halt kaputt. So. Joa, ist ja auch schon spät. Könnte ich mir eigentlich mal schnell hier einen Kaffee eingießen. Oh, nein, ist ja auf, hier fertig zu sein. So, also das Kopieren ist fertig. Jetzt muss er sich da wieder irgendwie in das Laufwerk einmounten oder keine Ahnung. Jetzt ist er da.
Und jetzt wechsle ich schnell wieder auf die Festplatte. Nehme die Diskette mal raus. So, lege ich mal hier beiseite. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie man von Diskette kopiert. Wie gesagt, mit dem richtigen PC geht es halt schneller. Und ja, falls ihr eine Idee habt, wie es zu lösen ist, außer mit dem internen Diskettenlaufwerk, wie gesagt, das kann ich nicht mehr anschließen, die Anschlüsse sind einfach nicht mehr da, dann gerne in die Kommentare damit. War ja bis jetzt immer irgendwas Nützliches dabei. So, wo bin ich stehen geblieben? Genau, ich wollte das GV Basic mal eben starten. Also, so sieht das aus. Damit habe ich gearbeitet. Hier oben sieht man 83 bis 88 von Microsoft. Microsoft hat ja gerne Basic-Interpreter gebaut für alle möglichen Systeme. Und ja, das ist halt das, was in den ersten DOS-Versionen mitgeliefert wurde. Und da kann man jetzt so nach alter Basic-Manier mal so Befehle eingeben. Und wenn man eine Zeilennummer davor macht, dann wird es in den Programmspeicher genommen. Ne? Ich mache jetzt hier nochmal irgendwie irgendwas noch dahinter in Zeile 20. Die Zeilennummern, die müssen aufsteigend durchnummeriert sein. Also wenn ich jetzt 5 nochmal hier drunter schreibe, print huhu und liste das jetzt mal auf das Programm, dann sehen wir, dass die Zeile automatisch einsortiert wurde. Also man muss die Zeilennummern freilassen, man muss auch vorher planen. Es gibt die Möglichkeit mit Goes Up und Go To durch das Programm durchzuhüpfen, um dann, wenn man sich doch nicht genug Platz gelassen hat, das dann noch unübersichtlicher zu machen und dann in eine andere Stelle zu springen, da das Programm fortzuführen, um dann wieder zum Schluss an die Stelle zu springen, wo man rausgesprungen ist, um dann da vielleicht die Routine zu verlassen. Also das ist wilder Westen hier. Ich starte das mal mit Run und da sehen wir Huhu, Hallo Welt und die drei Punkte, die ich da oben mit Print ausgegeben habe. Ja, das konnte ich jetzt abspeichern und ja, wir haben ja gesehen, bei QBasic, da hat man diese Zeilennummer nicht mehr. Ich weiß noch damals, ich kam ja vom C64, bin dann zum Amiga gewechselt und da war das auch so. Das Amiga Basic hat auch keine Zeilennummern mehr und das fand ich erst furchtbar doof, weil ich eigentlich immer gerne mit Zeilennummern gearbeitet habe. Aber klar, hinterher hat man es dann schätzen gelernt, wenn man sich da mal so ein bisschen näher mit befasst hat, dann war es ja doch ganz nützlich. Aber was der Bauer nicht kennt, so, hier mal raus. Raus geht man mit System. Also das ist ein Befehl, ein Basic-Befehl, der einen aus dem Interpreter rausschmeißt. Und dann bin ich hier wieder auf meiner DOS-Kommandozeile. So, und jetzt installieren wir mal Windows 1.0. Allerdings nicht unter DOS 6.22. Windows 1 hat nämlich ein Problem mit DOS 6.22. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe da auch im Internet nichts zu gefunden, irgendwie, dass noch einer das Problem hat. Vielleicht hat es nur noch nie einer probiert oder nie drüber geschrieben. Ja, Windows 1.0 ist ja so ein Dateimanager mehr oder weniger. Ja, für DOS. Und der kam 1985 auf den Markt. War relativ lange in Entwicklung, war in die 83 schon angekündigt worden. Also nicht, dass es da rauskommt, sondern dass das Programm in Entwicklung ist. Sollte 84 rauskommen, ist aber 85 erst rausgekommen, also Ende 84, Anfang 85. Und ja, damals war DOS 3.2 gerade aktuell. Ich habe jetzt DOS 5.0 genommen, um das Ganze mal hier zu installieren. Und ja, werde jetzt mal hinwechseln und dann installieren wir mal das DOS erstmal und dann das Windows. So, ich habe die virtuelle Maschine gewechselt. Hier ist noch kein Betriebssystem installiert. Und ich lege jetzt hier mal die erste Diskette ein. Von DOS 5.0. So, wo habe ich sie denn? Da. Also, DOS 5 kommt auf 3 Disketten. Und wir schauen uns das Setup-Programm an. Ich gehe da auch nochmal jetzt ein bisschen, ja, wie letztes Mal, ein bisschen genauer durch. Microsoft MS-DOS Version 5, willkommen im Setup-Programm. Setup bereitet Microsoft MS-DOS Version 5 für ihr System vor. Jede Bildschirmseite enthält kurze Anweisungen für einen Arbeitsschritt in der Installation. Zusätzliche Informationen und Anweisungen zu den Bildschirmseiten erhalten Sie durch Drücken der Hilfetaste F1. Um Setup fortzusetzen, Eingabetaste drücken. Unten sehen wir wieder hier, also das ist die Maus von meinem Windows. Hier hat man natürlich keine Maus.
Eingabetaste weiter, F1 Hilfe, F3 Ende und F5 kann man auf Schwarz-Weiß umschalten. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Setup hat die folgenden Standardeinstellungen für MS-DOS 5.0 ermittelt. Wenn alle Einträge korrekt sind, drücken Sie die Eingabetaste. Falls Sie einen Eintrag ändern möchten, verwenden Sie die Richtungstasten, um ihn zu markieren. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um die möglichen Alternativen für diesen Eintrag angezeigt zu bekommen. Ja, und da sehe ich ja direkt, das Land- und Tastaturlayout ist falsch. Land ist Deutschland und Tastatur ist auch Deutschland. Installieren auf Festplatte. Ja, DOS kann man auch auf Disketten installieren und dann von Diskette booten, wenn man keine Festplatte hat. Ja, und dann halt mit Disketten arbeiten. Aber wir installieren es natürlich auf eine Festplatte, weil gerade für Windows ist es ja auch dann ganz nützlich, sage ich mal. Ja, Datum, Zeit, alles okay. Einstellungen sind korrekt. Setup hat folgende Optionen ausgewählt. Wenn die folgenden Optionen zutreffen, markieren Sie, die angezeigten Optionen sind korrekt und drücken Sie Eingabetaste. Wenn Sie eine Option ändern möchten, verwenden Sie die Richtungstasten, um sie zu markieren. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Alternativen für diese Option angezeigt zu bekommen. Übrigens, dieses Setup hier in diesem Blau mit der weißen Schrift, das war bei DOS 4 auch noch nicht so. Also ich habe mich so ein bisschen mal durch die Sachen durchinstalliert. Und wir werden gleich sehen, bei Windows 1.03 habe ich. Das ist so die erste deutsch lokalisierte Windows-Version von Windows 1. Und ja, die hat noch so ein ganz altbackenes Setup, komplett so mit DOS. Und das gucken wir uns gleich mal an. Das ist auch nicht so schön, das ist hier richtig komfortabel, dass man hier sowas auswählen kann. So, Installation auf CDOS, das ist richtig. Und MS-DOS-Shell beim Start ausführen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Also das kann man auch ausschalten. MS-DOS-Shell ist ein Dateimanager, der ist noch bei Windows, beim MS-DOS 5 dabei, bei MS-DOS 6 auch noch. Bei MS-DOS 6.2 haben sie nicht mehr mit beigepackt. Deswegen wurde er auch bei der letzten Installation nicht gestartet. Ich war relativ überrascht. Ich habe diesen Eintrag komplett übersehen, habe den auf Ja gelassen und nach der Installation ja, war ich auf einmal in diesem Dateimanager drin. Und den gucken wir uns jetzt auf jeden Fall auch erstmal an. So, angezeigt, okay, korrekt. Jetzt wird hier erstmal lustig kopiert. Ich werde noch die Disketten wechseln müssen. So, Abbild auswählen, Diskette 2. Und Diskette 3 natürlich. Ah, schade, ich hätte so gerne die Disketten mit Diskettenlaufwerk gewechselt, aber das hat nicht sollen sein. Also, wenn, wie gesagt, wenn einer von euch da Rat weiß, immer her damit. Bitte nicht so irgendwie hier, benutzt doch einfach einen alten Rechner oder so. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber ich habe hier irgendwie nicht die Möglichkeit, dann das Bild vernünftig abzugraben. Und deswegen mache ich das halt hier in der VirtualBox. So, die Installation ist jetzt vollständig. Bitte entfernen Sie alle Disketten aus Ihren Laufwerken und drücken Sie dann die Eingabetaste, um MS-DOS 5.0 zu starten. Ja, Disketten entfernen, ganz wichtig. Denn wenn man das vergisst, kriegt man wieder die Fehlermeldung, was mir bis jetzt jedes Mal passiert ist. Oder fast jedes Mal. So, Medium entfernen und Enter. So, und da sind wir schon. Das ist die MS-DOS Shell, hier oben steht. Das hier ist wieder die Maus vom Windows. Also das ist nicht die Maus von MS-DOS Shell, weil da noch kein Treiber für installiert ist. Sonst würde das wahrscheinlich auch mit Maus funktionieren. Ja, hier oben hat man Dateioptionen, Anzeige, Verzeichnis, Hilfe, so eine Menüleiste. Dann hier unten oder darunter sieht man, wo man sich gerade befindet. Wir sind jetzt im Laufwerk C, im Root-Verzeichnis. Hier unten haben wir A, B und C. Das sind also zwei Diskettenlaufwerke. Komme ich gleich noch zu, warum ich hier zwei Diskettenlaufwerke gemountet habe. Und ja, hier unten sieht man die Verzeichnisstruktur und hier die Dateien. So, und hier unten Hauptgruppe, Eingabe, Aufforderung, Editor, MS-DOS, QBasic und Dienstprogramme. Ja, ich kann das Ganze jetzt mit Tasten bedienen. Mit Tab komme ich ins nächste Fenster. Jetzt könnte ich hier QBasic starten oder Editor starten mal. Nehmen Sie eine Datei zum Öffnen. Nee, mache ich mal keine. Dann geht einfach das DOS-Programm Editor offen. Und das ist halt eine Hilfe für Leute, die sich nicht mit der Konsole rumschlagen wollen. Also das war damals halt schon ganz gut. Dann konnte man auch mehr oder weniger einen Laien davor setzen, der dann da halt zum Beispiel bestimmte Dateien irgendwie
ja, benutzen konnte. Wenn man jetzt noch eine Maus hätte, wäre es natürlich noch besser. Warum ich das jetzt hier so ein bisschen zeige, das ist jetzt schon der Stand von DOS 5.0. Also Anfang 90er, das Windows 1, das ist von 85 rausgekommen. Und das sieht fast genauso aus wie dieser Editor. Also das hier ist quasi das Windows 1.0 die DOS-Version von Windows. So kann man sagen. Also, ja. Ist halt alles textbasiert. Was man hier machen kann, ist hier oben bei Anzeige. Da kann man, wo war das denn? Nee, Anzeige war es gar nicht. Wo war das denn? Optionen war das. Anzeigemodus. Da kann man hier noch die Auflösung erhöhen. Da hat man einmal die Textauflösung und dann hat man hier aber auch die Grafikauflösung. Die sieht dann so aus. Das sieht dann schon, ja, eher aus wie Windows. Also, wir gucken es uns ja gleich mal an. Aber jetzt hat man hier das Ganze so ein bisschen grafisch aufgezeigt. Ja, ist halt sehr klein. Gibt auch noch andere. Gibt das auch nochmal mit 30 Zeilen mittlere Auflösung. Dann sieht das so aus. Muss jetzt immer mal eben kurz gucken, ob mir hier das Bild nicht irgendwie rausspringt. Ja, da kann man halt ein bisschen mehr Platz schaffen. So, hier jetzt aber wieder auf den Textmodus, 25 Zeilen. Den finde ich eigentlich am übersichtlichsten. Am übersichtlichsten, so. Oh Mann, es ist schon spät. So, Hilfe haben wir hier. Index, Tastatur, Grundlagen, Befehle, Verfahren, Verzeichnisse. Da kann man Verzeichnisse, nächste Ebene, Zweig einblenden, alle Ebenen einblenden. Ja, Anzeige, einfache Dateiliste, zweifache Detailliste. So, jetzt habe ich unten nochmal das Ganze. Das ist also, wie das Programm jetzt aufgebaut ist. Ja, Optionen haben wir gerade schon mal in den Anzeigemodus reingeguckt. Dann gibt es auch Farbschemen, verschiedene und sowas. Lauter so kleine Spielereien. Und Datei, gehe jetzt mal auf Beenden und dann, schwupp, sind wir wieder auf der DOS-Konsole. So, und unter Windows 5 läuft, unter DOS 5 läuft das Windows 1 ganz gut. Und deswegen lege ich jetzt einfach mal direkt die Diskette 1 ein, um das Windows zu installieren. So, also. Das sind zwei Disketten-Images, die ich hier habe. Zwei 3,5 Zoll Disketten. Wechsel mal. Laufwerk. Setup. So, und so sah 1985 das Setup von Windows 1.03 aus. 1.03 ist die erste Version, die auch in anderen Sprachen verfügbar war, unter anderem halt auch in Deutsch. Und ja. Das Einrichtungsprogramm richtet Microsoft Windows für ihren Computer ein. Es hilft, die Disketten in der günstigsten Art einzurichten, um Microsoft Windows zu laden, Windows-Anwendungsprogramme aufzurufen, mit Microsoft Windows zu drucken. Wenn Sie fertig sind, Optionen, weiter mit W, Quit mit Q. Also mit weiter W drücke ich jetzt. Sie können Microsoft Windows einrichten, dass Sie entweder von Disketten oder von einer Festplatte aufgerufen werden. Geben Sie bitte ein, Einrichtung auf zwei Disketten oder Einrichtung auf der Festplatte. Da drücke ich jetzt F für Festplatte. Das Einrichtungsprogramm wird nun die für Windows benötigten Dateien auf Ihre Festplatte kopieren. Geben Sie den vollständigen Verzeichnisnamen an, in das das Einrichtungsprogramm die Windows-Dateien kopieren soll. Um Windows als Verzeichnis zu verwenden, drücken Sie einfach nur Enter. Um ein anderes Verzeichnis zu verwenden, benutzen Sie die Rücktaste, um Zeichen zu löschen. Geben Sie dann den neuen Verzeichnisnamen ein, zum Beispiel C Windows. Sehr sinnvoll. Und drücken Sie die Enter-Taste. Ja. Hier wird also nochmal genau erklärt, wie das funktioniert. Also hier Rücktaste löschen und dann eingeben und so. Denn das Windows war vom Konzept her für Leute, die halt mit DOS so nicht klarkommen. Die sich also nicht die ganzen Befehle merken wollten oder konnten. Und die aber trotzdem am Computer irgendwie halt arbeiten wollten. Und das kann man mit Windows ja ganz gut. Dateien kopieren, umbenennen und sowas. Das funktioniert super. Auch editieren. Gucken wir uns gleich alles mal ein bisschen an. Ich nehme hier C Windows. So. Um Microsoft Windows auf einer Festplatte einzurichten, benötigen Sie die Microsoft Windows Einrichtungsprogramme 1,
Microsoft Windows Einrichtungsprogramme 2, Microsoft Windows Hilfsprogramme, die Schriftarten, die Anwendungsprogramme und Write Programmdiskette. So, und jetzt sehen wir da auf einmal, ich habe ja gerade gesagt, ich hätte hier zwei Images, hier sind aber irgendwie 6 Disketten. Und das liegt daran, dass Microsoft ursprünglich Windows 1.0 auf 5¼ Zoll Floppy-Disketten, ich habe hier mal eine, ausgeliefert hat. Das ist jetzt hier so eine Commodore C64 Geos-Diskette. Als Fanboy muss ich sowas da haben. Und ja, die Disketten-Images, die ich habe, die werden solche 1,44 Megabyte 3,5 Zoll Disketten sein. Und da gehen alle Programme drauf. Deswegen brauche ich gleich auch nicht so viele Disketten wechseln. Also normalerweise müsste man 5-mal Diskette wechseln. Auf so einer 5¼ Zoll Diskette gehen so 160 Kilobyte, schätze ich mal. Und ja, auf eine 3,5 Zoll Diskette 1,44 Megabyte. Kommt halt auch immer darauf an, wann das, also von wann die Disketten sind, was für ein Format die genau haben. Da gibt es auch verschiedene. Aber ich habe mal nachgeguckt, 1,44 Megabyte ist dieses Image. Und ja, da kriegt man dann fast alle 5 Disketten drauf. So, was habe ich denn hier? Sie müssen Folgendes wissen. Die Art der Zeigeeinrichtung, in Klammern Maus, wenn Sie eine haben. Die Art der Grafikkarte, die Sie haben. Die Art der Drucker, der Drucker, wenn Sie einen mehrere haben. Den Anschluss, den der Drucker am Computer belegt. So, Drucker habe ich keinen. Werde ich also gleich mal gekonnt überspringen. Ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Um richtig zu arbeiten, benötigt Microsoft Windows die Angabe der Tastatur, die Sie verwenden. Führen Sie diese Schritte durch. Suchen Sie die Tastatur in der Liste, geben Sie die Nummer der Tastatur ein oder Q, um das Einrichtungsprogramm zu beenden. Drücken Sie die Enter-Taste. So, 26 ist Deutschland. Um richtig zu arbeiten, benötigt Microsoft Windows die Angabe der Zeigeeinrichtung, die Sie verwenden. Führen Sie diese Schritte durch. Suchen Sie die Zeigeeinrichtung in der Liste, geben Sie die Nummer ein oder Q und Enter. So, jetzt ist das Problem, VirtualBox simuliert eine PS2-Maus. PS2, ich habe hier ja, zufällig eine alte Tastatur, von Microsoft sogar, die ist echt, die ist gut, mit PS2-Anschluss. Das war dieser runde Stecker. Ja. Und ja, der war halt 1985 noch nicht so präsent. Serielle Mäuse waren da halt oder am COM-Anschluss, sag ich mal, Stand der Technik, und Windows 1 hat noch keinen Treiber für PS2-Mäuse. Da gibt's aber einen Trick. Man kann die Treiberdatei von der Windows 2.0 Version einfach rüber kopieren. Und dann hat man auch eine Maus. Das mache ich auch gleich noch, aber erstmal installieren wir das jetzt. Ich wähle jetzt hier einfach mal 2 aus, die Microsoft-Maus. Was Serial, um das zu demonstrieren. So, jetzt um richtig zu arbeiten, benötigt Microsoft Windows die Angabe der Grafikkarte, die Sie verwenden. Geben Sie die Grafikkarte in der Liste an, geben Sie die Nummer ein und so weiter. Das hatten wir ja alles gerade schon. So, was gibt's denn da? IBM oder kompatibel? Hercules Grafikkarte oder kompatibel mit Schwarz-Weiß-Bildschirm? Also die ersten 4 haben alle nur Schwarz-Weiß-Monitore. 4 ist gut. HR-Karte mit Enhanced Color Display, in Klammern nur schwarz-weiß. Sehr gut. Ja, ich nehme 5. 5 funktioniert, habe ich schon ausprobiert. So, ja, HR-Karte mit mehr als 64 Kilobyte. Also die anderen Adapter, die haben ja, ein bisschen Probleme gemacht. Ich nehme jetzt 5. Und jetzt geht's los. Das Einrichtungsprogramm benötigt die Diskette Einrichtungsprogramme 2. Legen Sie die Diskette in Laufwerk A ein. So, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich kann jetzt einfach W drücken für weiter, denn die Diskette ist quasi schon drin. Es ist alles auf der ersten Diskette drauf. Von daher, jetzt benötigt er die Diskette Hilfsprogramme. Weiter. Wollen Sie einen Drucker einrichten? Einrichtung des Druckers J, sonst weiter. Ich drücke W. Einrichtungsprogramm, Diskette mit Schriftarten. Weiter. Benötigt die Diskette mit Anwendungsprogramm. Dies ist nicht die Diskette mit Anwendungsprogramm. So, jetzt muss ich die Diskette wechseln. Jetzt gehe ich hier auf Disk 2, drücke weiter. Einrichtungsprogramm benötigt die Diskette Microsoft Write Programm Diskette.
Ja, dies Punkt. So, weiter. So, und das war's. Windows ist installiert. Ich bin jetzt, steht auch hier, Microsoft Windows ist nur noch auf Ihrem Computer betriebsbereit. Sie sind jetzt im Windows-Verzeichnis, um Microsoft Windows aufzurufen, geben Sie Win ein und drücken Sie Enter. Standardmäßig wird das Verzeichnis also nicht durchsucht. Ich muss immer ins Windows-Verzeichnis, wenn ich Windows starten will. Bei späteren Versionen wird das alles so eingerichtet, dass ich von jedem Verzeichnis aus Win eingeben kann und dann Windows gestartet wird. So, ich starte jetzt mal. Leider hat man den Intro-Screen jetzt nicht großartig gesehen. Ja, so sieht's Windows 1.0 aus. Klick mich mal rein. Also wir sehen, ich habe keine Maus. Ja, ich kann mich hier durchbewegen. Ja. Und ich schalte mal die Windows-Maus wieder frei. So. Hier oben sieht man auch Datei, Liste, Spezial, also ein Menü. Und darunter sind die Laufwerke. Und hier wird angezeigt, wo man sich gerade befindet. Und hier unten werden die Dateien angezeigt. Also wir sind jetzt hier im CMS-DOS Windows-Verzeichnis. MS-DOS 5 heißt das Laufwerk. Kurz so benannt. Ja, eine Maus habe ich nicht. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber auch das hier kann man einfach mit Alt und dann D für Datei zum Beispiel da oben. Dann kommt man in diese Menüs rein. Wenn ich hier oben in die Ecke gehe, da habe ich hier die Möglichkeit zu schließen und noch Informationen aufzurufen. Nee, schließen nicht. Was sind das für Informationen? Gar nicht gesehen. Ah, da, okay, ja. Microsoft MS-DOS Version 1.03. Microsoft Windows MS-DOS, so. Also die MS-DOS-Version von Windows soll das wohl heißen. Ja, da unten sind doch Angaben, wie viel Platz auf dem Datenträger und wie viel Speicher frei ist. Und ja, diese Excel-Dateien hier, das sind jetzt halt Windows-Programme. Kalender, eine Uhr. Ich möchte jetzt hier noch nicht viel rumtippen, weil ich keine Maus habe und schon mal kommt man nicht so leicht wieder aus den Programmen raus, muss ich leider feststellen. Ah, ich kann ja mal den Rechner hier öffnen. Und ja, ohne Maus kann man den schon gar nicht bedienen anscheinend. Oder bin ich jetzt einfach nur dumm? Doch da. 34 plus 5. Ah, ich muss bestimmt gleich drücken. Gleich 39. Ja, also. Rechner funktioniert. Super. Jetzt gehe ich hier oben hoch und sag hier verschieben, simbelt, schließen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir an den Maustreiber kommen. Und deswegen habe ich hier auch schon in weiser Voraussicht zwei Laufwerke, nämlich Laufwerk A und Laufwerk B, zwei Diskettenlaufwerke. Ich lege nämlich jetzt nochmal die Windows-Diskette ein. Die lege ich jetzt mal ins Laufwerk A. So, jetzt gucke ich mal eben, wie ging das noch? Steuerung A, genau, Steuerung A, B und Steuerung C, kann ich da oben die Laufwerke wechseln, also Steuerung und Laufwerksbuchstabe. Jetzt bin ich hier in der Diskette A, gucke ich mal auf W und da habe ich hier so verschiedene Sachen mit W anfangen. Also das funktioniert schon sehr gut, mit den Anfangsbuchstaben arbeiten. Ich hätte aber M drücken müssen, weil diese Datei, MouseDriver oder Maus.drv, die müssen wir halt austauschen. Jetzt lege ich in das zweite Laufwerk. Diskettenlaufwerk 2 mal die erste Diskette von MS-DOS 2.0 beziehungsweise 2.03. Auch da wieder klar, die 0-Version war eher so eine Testversion und 2.03 war, glaube ich, auch bei Windows 2 die Version, die als erstes auf den Markt gekommen ist. Also zu frei verkäuflich auf den Markt gekommen ist. So, so, ich wechsle auf Laufwerk B und das ist nicht die Diskette. Da bin ich irgendwie falsch. Moment, nochmal. Ups. Sind ja auch mehr Disketten. So, Diskette 2 ist es. Auf Diskette 2 von Windows 2 ist die Maus.drv
Datei. Und die müssen wir jetzt kopieren. Hier, also hier auf, ich habe die Datei jetzt hier markiert. Alt D kopieren. Wohin soll ich die kopieren? Auf A Doppelpunkt. Okay, ich kann die Datei MausDRV nicht erstellen. Hm. Da hat er wohl noch Probleme, den Maustreiber einfach drüber zu schreiben. Also muss ich wahrscheinlich den Maustreiber hier erst umbenennen. So, kurzer Schnitt. Ich musste noch schnell eine Sicherheitskopie von der Diskette machen. So, ich habe also jetzt gerade hier, wo war ich, maus.drv kopiert. Ich hoffe, das ist jetzt auch noch so und der hat das nicht vergessen. Das werden wir dann gleich sehen. Ach nee, es wurde ja direkt gefragt, wo es hinkopiert werden soll. Also eine Zwischenablage gibt es hier ja noch gar nicht. Da sieht man mal, wie verwöhnt man heutzutage ist. So, also Zwischenablage haben wir nicht. So, hier ist der Maustreiber. Da sage ich jetzt einfach mal Datei löschen. Löschen, maus.drv, okay. Kann nicht gelöscht werden. Hm. Hat er irgendwie ein Problem mit dem Schreibschutz oder was? Dann benenne ich die mal um in maus.old. Jetzt hat er sie umbenannt. Jetzt wechsle ich wieder rüber auf Laufwerk B. Da ist jetzt die MS-DOS Windows, hier oben sieht man es, die Windows 2 German Diskette drin. Also das Diskette 2 von Windows. Ist ja auch gut. So, ich gehe hier auf den Maustreiber, sage hier oben Alt-D, kopieren, bitte direkt nach A. Ich kopiere, stand da, und jetzt ist es kopiert. Ich schalte nochmal um auf A. Da haben wir jetzt den Maus-Old und den Maus-Driver. So, jetzt muss ich allerdings leider das Windows nochmal installieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben auf Schließen. Hiermit beenden Sie Ihre Arbeitssitzung mit Windows. Drücke OK. Gehe nochmal Verzeichnis zurück. Ich lösche jetzt mit Dell das Windows-Verzeichnis, weil ich glaube, sonst funktioniert das mit der Installation nicht. Alle Dateien werden gelöscht. Sind Sie sicher? Ja. So. Jetzt lege ich nochmal die Diskette 1 ein, obwohl die lag ja noch drin. Ich entferne jetzt die Diskette 2 erstmal aus dem zweiten Laufwerk. So, A, Setup, das ist also jetzt die Diskette, die wir jetzt gerade, wo wir gerade die aktuellere Treiberdatei drauf kopiert haben. Ja, ich gehe jetzt hier schon durch. Weiter, Einrichtung auf Festplatte, unter C Windows. Benötigen Sie weiter. Das Land ist das Land 26. Jetzt die Maus auswählen. Da wähle ich jetzt auch wieder die Maus 2 aus. Bus Serial, die sollte aber funktionieren. Aber wie das immer so ist, der Vorführeffekt. So, 5. Und jetzt installieren wir mal lustig. Drucker einrichten, nein. Schriftarten, Anwendungen, das ist nicht die Diskette. Jetzt muss ich die Diskette 2 anlegen und dann haben wir es auch schon geschafft. Also die Windows-Installation von Windows 1, die ist schnell erledigt. Wenn man weiß, welche Tasten zu drücken sind und wenn man nicht die Diskette wechseln muss und dann erst den Ordner suchen muss, wo die Diskette drin liegt. So, da ist sie nämlich. Wie das denn? Ich hoffe, das ist sie. Weiter. Hallo? Achso. Ach. Ich muss natürlich Diskette 2 auswählen. Diskette 1 lag doch schon drin. So. Weiter, weiter. So, das war's. Ich gewinne ein. Und da sieht man zumindest schon mal eine Maus. Klicke mich rein und tatsächlich. Ja, wunderbar, wir haben eine Maus. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt können wir uns mal die Programme hier angucken. Also hier oben ist noch, wie gesagt, ich kann hier so draufklicken. Was an den Menüs ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, erstmal, also es gibt keine rechte Maustaste. Die funktioniert nicht, also die gab's wahrscheinlich noch nicht. Um die Menüs offen zu halten, muss man die Maustaste gedrückt halten. Und dann geht man auf den Menüpunkt, den man haben will.
zum Beispiel hier Liste lang und lässt los. Das ist also jetzt die Detailansicht, so wie man sie von anderen Windows-Versionen auch kennt. Was wichtig ist hier, man hat eigentlich nur dieses eine Fenster. So. Ich mache jetzt mal die Liste wieder auf kurz, weil übersichtlicher, denke ich mal. Und dann gucken wir uns doch mal an, was so standardmäßig bei Windows 1.0 mit dabei war. Da haben wir hier oben erstmal diese Ablage. Das ist die Zwischenablage. Also für Texte und so. Ich muss mal gucken, wie sind die Icons hier? Kann man das irgendwie kleiner machen? Verschieben, vergrößern. Vergrößern? Ja, also ich möchte es eigentlich verkleinern, aber ich habe jetzt vergrößern angeklickt. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Nö, geht nicht. Ah, kein Ding. Ja, ich schließe das mal. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ablage. So. Was haben wir noch? Kalender. Da haben wir hier einen Kalender. Mittwoch, 5. August. Das ist auffallend heute. Ich gehe mal auf Donnerstag und trage mir mal einen Termin ein. 8 Uhr. Da muss ich für Geld arbeiten. Trauriger Smiley. Und Feierabend. Also dein glücklicher Smiley. So. So mache ich das. So, und jetzt Datei speichern. Oh, speichern unter Retro-Kalender. Speichern. So. Okay, wie geht das? Achso, mit Tasten kann ich hier noch so ein bisschen rum. Was geht denn hier? Datei speichern, bearbeiten, Ansicht, Tag, Monat. Ah, und jetzt hier. Ach, das ist heute. Und hier ist jetzt ein Tag, aber ich sehe jetzt gar nicht, dass da irgendwas ist. So sehe ich das, also muss ich doppelklicken, okay. Oh, ja, Ansicht, Tag, Monat, gehe zu, heute, aha, gestern, ah, Patch up, Patch down, okay. Heute, gestern, morgen, oder was? Nee, Patch up, Patch down ist es nicht. Na, egal, so, wahrscheinlich muss das Menü offen sein und dann, ach, egal, so, nächster, Mittwoch, hier zu nächster, Donnerstag, 6. August, Geld arbeiten. Jo. Oh, hier, Wecker. Einstellen. Ach, dann geht hier irgendwie ein Wecker los oder was. Oh, das müssen wir mal. Das wollen wir doch mal eben ausprobieren hier. Wie viel haben wir denn jetzt? Kann man das denn so ganz genau machen oder? Nee, kann man nicht. Das geht nur stundenweise, die Einträge. 24 Einträge pro Tag. Von 0 Uhr bis 23 Uhr wahrscheinlich, ja. Ja gut, da kann ich jetzt keinen Wecker stellen. Ich habe keine Lust, lange zu warten. Aber gut, dass es den gibt. So, Steuerung, was Steuerung? Vorzeitiger Alarm, 10 Minuten, akustisches Signal. Ja gut, weiß nicht, ob Sound jetzt installiert ist. Optionen, Kennzeichen, besondere Zeit, Tageseinstellung. Ah, Intervall 15 Minuten. Ha! Ah, jetzt haben wir 18. Okay. So, was haben wir denn hier? Obwohl, heute ist 5. Uhr, was haben wir denn jetzt? 23.18 Uhr auf meiner Systemuhr hier. Weiß nicht genau. Ja, das steht ja hier oben. Oh, ich kann ja einfach hier gucken. 23.18 Uhr. So, dann gehen wir auch mal hier runter auf 23.15 Uhr, 23.30 Uhr. Alarm. Und jetzt möchte ich hier den Wecker stellen. Wecker. Einstellen. Wecker. Steuerung. Jetzt muss ich mich ja beeilen. Vorzeitiger Alarm. 10 Minuten. Okay. So, jetzt müsste das ja eigentlich gehen. Eine Minute. Oder? 20, 10? Ja, doch. Ja, natürlich. Gucken wir mal, ob der Alarm gleich losgeht. Kann ich das hier irgendwie minimieren? Sinnbild ist es, glaube ich. Ja, genau, Sinnbild. Also diese Icons hier unten, die heißen
in Windows 1 noch Sinnbilder. Und das ist jetzt der Kalender. Und das hier ist der Datei-Explorer. Den kann ich doppelklicken und dann habe ich ihn wieder aufgemacht. Also ich kann immer nur mit einem Programm gleichzeitig arbeiten. Es können aber mehrere Programme laufen. So. Was haben wir denn noch? Kalender. Hochspannend. Kartei. Genau, da kann man so Karteikarten organisieren. Karte 1. Hier steht Zeug drauf. Und dann kann man auch hier bestimmt irgendwie Datei neu. Nee, abbrechen. Ansicht. Karte zufügen. Karte 2. Mehr Zeug. Oh, ich sehe gerade, der akustische Alarm funktioniert nicht, aber hier unten das Ding blinkt. Wir haben jetzt auch 20 nach. Also hier ist jetzt gerade Alarm losgegangen. Da. Bitte vergessen Sie nicht. 23.30 Uhr Alarm. Ja, danke. Ja, voll praktisch. Mache ich den mal wieder auf hier. Jetzt habe ich die so übereinander. Ja, ist natürlich bei so einer kleinen Auflösung jetzt ein bisschen schwierig. Aber es lässt sich schon ganz okay damit arbeiten. So, ne? Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber soll der Werner im Retro-Kalender gespeichert werden? Ja, natürlich speichert er. So, und jetzt kann ich mir hier die Karten so nach vorne holen. Könnte man so Lernkarten machen oder Adresskarten oder verschiedene Sammlungen für so Karteikarten. Das hat so ein virtuell nachgebildet, wie man damals halt Büro gemacht hat. So stelle ich mir vor, wie man in den 80ern doch ein Büro organisiert hat. Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber ja, Karte oder Liste. Ah, jetzt habe ich hier Liste. Aber da sehe ich ja den Karteninhalt gar nicht. Ja, nicht so gut. Hier kann ich suchen. Ich suche jetzt mal nach Zeug. Da habe ich es gefunden. Stehen auf der anderen Karte. Ist auch Zeug drauf. Kann ich auch nochmal suchen nach Zeug? Zeug? Das habe ich gelöscht. Ah, Steuerung Z geht nicht. weitersuchen. Okay, geht über Arbeiten rückgängig. Wiederherstellen. Med, ich habe Med geschrieben statt mehr. Ah, wiederherstellen, wiederherstellen ist das heutige rückgängig. Mehr sollte das, ist ja auch egal, also ich gehe mal hier raus. So, genug geguckt, Karteikarten, wunderbar. Was gibt's hier noch? Die Änderungen werden gespeichert, nein. So, Schluss mit lustig, Modern Phone. Nee, das ist irgendeine Datei. MS-DOS-Exe. Ach, das ist, MS-DOS. Ja, das ist hier praktisch der Datei-Explorer. Also das, womit ich hier jetzt die ganze Zeit arbeite. Schließe ich dir mal wieder. Nee, ich wollte den ganz schließen. Wie habe ich denn davon aufgemacht? Nein, jetzt habe ich den... Ach so. Nee, alles gut. Läuft. So, weiter geht's. Oh, Notiz, klar. Das ist hier Notepad. Bearbeiten, einfügen, das Datum, F5. Praktisch. Weitersuchen. Teilenumbruch. Oh, das geht auch schon. Geht das heute noch? Bin mir nicht sicher, ob es heute noch geht. Benutze mal Notepad++, da geht's auf jeden Fall. So, Teilenumbruch, machen wir weg. Wie, der bleibt jetzt oder was? Ja, Moment. Wenn ich jetzt hier einmal den Zeilenumbruch mache, dann macht er den. Und wenn ich den dann wieder wegmache, dann bleibt es so. Das ist ja unvorteilhaft, würde ich sagen. Ja, muss man sich das vorher aussuchen, ob man den will oder nicht. Naja, alles markieren. Oh, jetzt können wir mal die Zwischenablage. Moment. Hallo, Zwischenablage. Ach, so. Markieren. Bearbeiten. Kopieren. So, jetzt mache ich das hier mal zu. Kann ich das wohl komplett schließen? Nee, will ich nicht speichern. Wenn ich jetzt hier in die Ablage-Exe gehe. Ha! Da ist die
Zwischenablage drin. Das Programm, das wird praktisch einfach nur mit dem Text gefüttert, den man in die Zwischenablage reinspeichert. Da gibt's noch Paint und Rechner. Da gibt's dann auch sowas wie Write. Da, Write. Was wie Word. Und hier kann ich jetzt bearbeiten, einfügen machen. Und da ist es drin. Das ist ja super. Ja, der Unterschied zwischen, also Word ist das, was heute, wie heißt denn das Ding? Notepad? Notepad, oder? Ja, hier kann man auf jeden Fall noch hier, ja, Zeichen fett drucken und größer machen. F10. Muahaha! Oh, hier sieht man, dass die, die einzelnen Zeichen hier noch quasi Sprite sind, also so einzelne Bitmaps. In späteren Windows-Versionen, ich glaube, das ist aber erst ab der Windows-Version 3.1 oder so, oder 3.0, irgendwo da, da wurde dann praktisch das Font eingefügt, also das, wie heißt das? TrueType, glaube ich. TrueType? Ja, wäre mal zu gegebenen Zeit, ich lese mich nochmal ein, dann kommen wir dazu. Da werden dann praktisch die einzelnen Zeichen nur beschrieben und dann halt entsprechend hochskaliert. Naja, und hier werden sie einfach als Bitmap vergrößert, sieht dann natürlich dementsprechend seltsam aus. So, was haben wir denn hier noch? Hier gibt es noch verschiedene, verschiedene Schriftarten. Courier? Und was gibt's noch? Times New Roman, oder Times Roman, so. Das sieht natürlich so ziemlich blöd aus. Ich habe ja das gemerkt. F9 ist der kleiner machen. So sieht es schon wieder besser aus. Ja, also hier kann man dann so ein bisschen wordmäßig rum experimentieren und kann dann schon Texte schreiben. Ich denke mal, auf dem Büro war das hier schon ganz in Ordnung. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie Word auf DOS aussah. Also es gibt ja auch Word für DOS. Ich weiß nicht, ob es das hier schon gab, weil Microsoft, glaube ich, Word und Excel zuerst auf dem Mac rausgebracht hat und das dann später dann auf Windows portiert wurde. Aber, oder beziehungsweise auf DOS portiert wurde. Aber das weiß ich nicht hundertprozentig. Müsste mich auch nochmal schlau machen. Gerne immer in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst als ich, finde ich immer gut, dann brauche ich es nicht nachlesen. So, was haben wir denn hier? Drucker wechseln, Seitenumbruch haben wir hier auch wieder. Das denn hier nicht automatisch? Ich gehe so rüber und so. Seitenumbruch, eine neue Seite. Seitenumbruch festlegen. Warum muss ich denn das hier? Wo? Dieses Zeichen hier ist das jetzt. Jetzt ist hier irgendwo ein Seitenumbruch. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist es noch nicht so komfortabel, wie ich dachte. Naja, komfortabel ist ja auch relativ hier. Ja, also ich wollte mich auch nicht so lange hier aufhalten, ich gehe mal hier weiter schließen. Wollte ja eigentlich nur die Zwischenablage testen. Möchten Sie speichern? Nö, will ich nicht. So, wo war ich denn hier stehen geblieben? Kartei. MS-DOS hatten wir, Notiz hatten wir, Paint. Oh, Paint. Ist in den ersten Versionen hier nur schwarz-weiß? Oh. Hallo, ich habe ein Auge. Noch ein Auge. Nase. Ein Mund. Und dann habe ich hier oben noch so Haare. So. Ja, wunderbar. Was haben wir hier noch? Füllen. Füllen ist immer gut. Oh, jetzt ist das Gesicht nicht mehr da. Linien. Moment. Was ist denn das hier? Das ist das aktuelle Werkzeug. Hier oben ist das aktuelle Werkzeug. Hier ist wahrscheinlich Farbe, aber die kann man da nicht auswählen. Da muss man wahrscheinlich hier in den Menüs irgendwo. Ich nehme mal hier Terminal-Schriftart und mache mal hier so. Hallo. Paint ist toll. So, habe ich da einen Text hingeschrieben. Jetzt gehe ich mal hier auf Verschiebe-Werkzeug. Oh, da kann ich nur alles verschieben. Das ist jetzt alles. Alles verschoben. Was ist das denn hier? Verliergummi? Da kann man so 3D-mäßig in der richtigen Ausrichtung voneinander. Sehr praktisch. Weiß ja nicht so genau wofür, aber es ist okay.
Oh, hier, Sprühdings. Das fand ich als Kind immer super. Also ich hatte ja ein C64, hab ja gerade schon reingehalten, hier dieses Geos. Da gibt es ja auch ein Malprogramm und da gibt es auch diese Sprühdose. Und die fand ich immer das Beste. So, hier haben wir noch so gefüllt und ungefüllte Muster zu malen. Mhm. So, wie kann ich denn jetzt hier innerhalb des Blattes scrollen? Nö, das ist alles hier. Schriftgrad, Stil, das bezieht sich alles auf den Text. Musterpalette. Aha. Ah, nehmen wir hier mal so eine Mauer. Ah, jetzt wird das so. Ja, es kommt alles wieder. Also alles mal irgendwann irgendwie benutzt. Ja, also in der Zeit, da funktioniert alles irgendwie noch so ein bisschen. Also dieses 3D-Zeichenwerkzeug, das kannte ich nicht. Das ist neu. Aber sonst? Zeichengeräte? Ach nee, das habe ich doch schon. Ist doch schon da oben. Ach, das kann man wahrscheinlich ausblenden und dann kann man sich das hier mal kurzzeitig einblenden. Ich nehme mal das Radiergummi hier und radiere hier mal diesen Fatzken hier weg. So. Pixel genau arbeiten. Wir wollen nicht die Mauer zerstören. Gehe ich hier so? Haha, na? Also, das habe ich ja jetzt wohl hier also hervorragend hinbekommen. Richtig gut. Ja, komm. Weiter. Was gibt's hier noch? Pinsel? Ach, jetzt malt er in dem Muster. Ach, das ist... Moment. Palette. Pinselform. Ah, okay. Das hier ist die Pinselform. Das ist das Werkzeug. Das ist die das Muster. Und das ist die Linienform. Oder was soll das sein? Gibt's ja wahrscheinlich nur irgendwo Liniendicke. Oder da, Strichbreite. Ah. Jetzt hat man den dicken Strich. Ah, okay. Also hier oben in der Ecke wird angezeigt, was man so gerade ausgewählt hat. Und hier kann man dann verschiedene Werkzeuge machen. Das hier wird irgendwie... Ah, da kann man so Formen bezeichnen. Und die werden automatisch dann geschlossen. Dreieckswerkzeug. Zack. 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 Kann man auch Vierecke mitmalen. Okay. Ja, wunderbar. So viel würde ich mal sagen zu Paint. Muster bearbeiten. Ja, ganz cool eigentlich. Naja, ich will mein Machwerk jetzt mal nicht speichern. Oder, oh doch, ich speichere das ab. Speichern. Tolles Bild. Wie, geht das wohl? Oder kürze das dann? Normalerweise gehen ja nur 8 Zeichen unter DOS. Ich mach mal tolles Bild. Speichern. Tolles Bild.msp ist kein gültiger Dateiname. Ja, ist zu lang. Hab ich mir gedacht. Also. Speichern. Supi Picture. Speichern. Das geht. Okay. Da hätte man das auch begrenzen können direkt, statt einen hinterher zu sagen, was man vorher falsch gemacht hätte. Aber das haben sie ja dann später noch untergebracht. Kennt man ja. So. Schließen. Gehen wir weiter. Was gibt's denn hier noch? Reise Fry? Ach, das ist hier so ein Werner Reisen. Altenkirchner Straße in München. Urlaub in Florenz. Eine neue Reise in unserem Programm. Fahren Sie mit uns nach Florenz. Frühling in der Toskana. Ah, das ist so eine Demo-Datei, nehme ich mal an. In Writer, damit man mal so sehen kann, was man, wie man damit die Texte formatieren kann oder strukturieren kann oder so. Ja. Na gut, für damalige Verhältnisse, wenn man nur DOS gewohnt ist, warum nicht? Man hat sich, glaube ich, nicht so ganz durchgesetzt, weil es eigentlich sehr teuer war für so ein aufgesetztes MS-DOS-Verwaltungsprogramm, aber naja. Produktiv sein konnte man da schon mit im Vergleich, gehe ich mal von aus. So, was gibt's hier noch? Das ist mein Retro-Kalender, den habe ich ja vorhin gemacht. Das ist ein Reversi. Ach, das ist ein Spiel. Ah, okay. Anfänger. Was kann ich jetzt hier machen? Wer bin ich denn? Wir können nur Felder wählen, auf denen der Zeiger als Kreuz erscheint. Ah, okay. Ah, ich bin rot.
Und ich glaube, man muss irgendwie... Ah, man... Genau, man schließt immer die Reihen so. Hm? Ja. Warum kann ich jetzt da oben nichts sehen? Ah, ich kann nur neben meinen. Ah, wie ärgerlich. Oh. So. Aber es geht auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu doof für das Spiel. Ah. Ach nee, das ist mir nix. Ich spiele ganz gerade Anfänger und ich versage hier so. Meine Güte. Gibt's mir noch Hinweis? Ach, jetzt steht hier oben auch Übungsspiel, weil ich mir einen Hinweis abgeben lassen oder was? Ah. Na, ich... Egal. So. Wie komme ich hier raus? Wieder hier oben. Schließen. So. Oh man, Phone, diese Phone-Dateien, FON, keine Ahnung, wofür die sind. Das Pooler Exe, es ist kein Drucker angeschlossen, okay. Systemeinstellungen, Systemsteuerung, Systemsteuerung. Hier kann ich die Uhrzeit einstellen. Die Blinkgeschwindigkeit vom Cursor. Und wie schnell der Doppelklick gehen soll. Und das war's. Schriftart hinzufügen. Schriftarten löschen. Ah, hier kann man nachinstallieren. Dateiübertragungsanschluss. Was ist das denn für eine Übersetzung? Ach, okay. Ja. Null Modemkabel. Also, Com-Anschluss. Okay. Das ist natürlich geil übersetzt. Dateiübertragungsanschluss. Wie für die Maus? Wie hieß das Ding? Zeigegerät oder so? Naja. Optionen. Farben. Oh! Hier kann man... Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Inaktive Titelleiste, aktive Titelleiste. Die Bildlaufleisten, da kann ich den Farbton mal ein bisschen verändern. Die könnte ich ja mal ein bisschen, mal gelb. Manchmal so gelb. Helles Gelb, dunkles Gelb, dann werden nur so, dann werden nur schwarze Punkte reingefügt. Ja, mag sein, dass es auf Röhrenmonitor sogar so funktioniert hat. Die Farbe ist, grau, von Graustufen her, also wie farblich. Aber man sieht hier oben, dass das nur dann so übergeblendet wird. Aber ich lasse das mal so. So ist gut. Okay. Ah, und jetzt hat man hier oben das schön gelb. Okay. Das gefällt mir so schon ganz gut. Was gibt's noch? Optionen, Farben, Maus. Maus bin ich doch jetzt bestimmt, oder? Nee. Linker, rechter Mausknopf vertauschen. Nee, das mache ich auf keinen Fall. Dann werde ich wahnsinnig. So. Ländereinstellungen. Deutschland, das Stundenformat, 12 oder 24 Stunden, das Trendzeichen kann man sogar angeben. Monat, Tag, Jahr, Tag, Monat, Jahr, Jahr, Monat, Tag, Datumsformat. Das Zahlenformate kann man hier die Dezimal-Trendzeichen und so weiter angeben. Ob man führende Nullen will. Währung, D-Mark, Euro. Ach nee, geht nicht. EU für Euro mache ich jetzt. Okay. So. Jetzt sind wir gerüstet, um arbeiten zu können. Jetzt habe ich Euro eingestellt. Jetzt kann nichts mehr passieren. So. Ich gehe mal raus. Schließen. Und wir gucken mal weiter. Wo war ich denn? Systemsteuerung. Terminal, das wird doch bestimmt... Ah, okay. Das ist hier... verbinden. Ja. Genau. Da kann man... Geräte mit warten, zum Beispiel. Da kann man mit dem Terminal, kann man sich mit Geräten verbinden oder mit anderen Computern und kann dann Daten hin und her schieben. Noch eine sehr rudimentäre Art der Computerkommunikation. Verlasse das mal. Schließen. Also es gab, ich weiß noch, in der Ausbildung damals, da gab es so Switches, die man programmieren konnte. Und da gab es dann so, so richtige Skripte, die man sich da ziehen konnte und dann musste man diese Befehle, also diese kleinen Skriptprogramme dann über einen Terminal auf diese Geräte draufschieben, auf den Switch und so, um das zu programmieren. Das war alles sehr kompliziert. Hier gibt's noch eine Uhr und fortschreitende Uhrzeit, es geht auf 12 Uhr zu. Gibt's hier sonst noch irgendwelche Optionen? Nein. Und kleiner machen? Ich dachte, nee, jetzt ist größer geworden. Was war das denn? Oh. Gehen wir schnell hier raus. Sinnbild? Ach so, ja, genau. Das hat man eben. Das ist da unten.
Genau, ich mache jetzt die Uhr mal zu. So, jetzt gehe ich wieder hier rauf. Und was haben wir hier noch? Uhr. Das ist das Windows-Programm. Oh, das war's. Hätten wir hier noch das Write. Das könnte ich ja auch mal darunter verkleinern. Und konnte man nicht vorhin noch irgendwie hier anzeigen lassen? Ja, Information war das. Genau. Jetzt sind es noch 342 Kilobyte Speicher. Und jetzt mache ich hier mal noch meinen Kalender offen. Und jetzt haben wir noch, achso, das ist der Kalender, okay. den sehe ich jetzt auch so. Und wenn ich hier wieder auf Informationen gehe, dann, jetzt sind es noch 308 Kilobyte. Ja gut, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel aufmacht. So, ich schließe das mal. Oh, damit beende ich Windows. Nee, noch nicht. Wollte eigentlich noch mal gucken. Also, wenn ich das hier jetzt darunter bringe nach Sinnbild. So, das ist jetzt sozusagen der Desktop und diese Icons hier unten sind jetzt die geöffneten Programme. Es können also mehrere Programme nebeneinander laufen. Ich hatte ja eben schon den Kalender mit Alarm und so und jetzt sehen wir, oh, hier sind ja meine ganzen Termine gar nicht mehr drin. Na los. Ah, die muss ich bestimmt erstmal hier laden. Retro-Kalender. So. War denn hier der Alarm? Wo war denn der? Der war doch ganz... Da, Alarm, okay. Alles klar. Für Geld arbeiten. Oh, ich muss für Geld arbeiten. Oh. Und wir haben so spät. Ja, alles klar. Ich glaube, ich mache dann jetzt langsam auch Feierabend. So, wie kam ich hier raus? Ich glaube, ich musste das. Jetzt habe ich hier ganz viele Programme übereinander offen. Kann man die nicht irgendwie nebeneinander anordnen? Vielleicht hier? Nee. Moment, mach mal hier die Sachen wieder. Ich schließe die mal wieder, beziehungsweise minimiere die. Also Sinnbild ist sozusagen das heutige Minimieren. So. Dann mache ich nur das auf. So. Habe ich hier nicht irgendwie Datei, Informationen? Die Möglichkeit sieht das anders. Nee, das bezieht sich natürlich jetzt nur auf dieses Programm und damit nur auf die Liste da unten. Alle teilweise? Was ist denn teilweise? Jetzt alle mit A oder was? Nee. Piff A? Ach so. Alle. So. Ja, dieser Piff-Ordner hier übrigens, diese Piff-Dateien, das sind Konfigurationsdateien für DOS-Programme, damit Windows weiß, wie er die DOS-Programme behandeln soll. Also dieses Windows 1.0, da stehen so Konfigurationssachen drin. Hier sind schon Sachen vorbereitet, wie Lotus zum Beispiel, also Standardprogramme, die es damals gab. Und wenn ich jetzt mal hier irgendwann aufmache, nee, halt, vielleicht EasyPiff. Ging das denn? Ah, es gab doch auch so einen PIV-Editor, meine ich. Oder gibt es den erst auf Windows 2? Moment. Oh, wie komme ich nochmal zurück? Ah, da muss ich ganz da oben klicken. Jetzt gehe ich ins Root-Verzeichnis. So. Irgendwie. Nee. Ich sehe nicht. Nur Paint. Ja, dann gucken wir uns das später mal an. Da werden so Sachen praktisch, wenn das Programm zum Beispiel die COM-Schnittstelle benutzt, dann wird das da praktisch drin konfiguriert, damit Windows weiß, dass es die COM-Schnittstelle zur Verfügung stellen soll, diesem Programm. Also das ist praktisch so Metadaten, die dann da in der extra Datei nochmal gespeichert werden, weil solche Metadaten gab es damals noch nicht in dem Programm, weil wozu auch? Und ja, Windows braucht aber so Konfigurationsanweisungen und dafür sind diese PIV-Dateien da. So habe ich jetzt zumindest verstanden. Auch da wieder. Ihr wisst ja wahrscheinlich mehr als ich. Da könnt ihr gerne alles in die Kommentare reinschreiben. So, ich mache jetzt hier mal schließen. Arbeitssitzung beenden. Okay, jetzt bin ich hier wieder im Windows-Verzeichnis. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel hier unten auch
die Write-Exe, wenn ich die jetzt hier versuche aufzurufen, dann das Programm braucht Microsoft Windows. Also das ist wirklich ein Windows-Programm. Es gab sehr wenig Windows-Programme damals. Also es war wohl sehr kompliziert, Windows-Programme zu schreiben. Windows selber ist hauptsächlich in C geschrieben. Und ja, es gab eine API-Dokumentation wohl, also eine Schnittstellendokumentation, aber die war wohl sehr kompliziert und deswegen wurden wenig Programme geschrieben, weil DOS-Programme ja theoretisch auch unter Windows laufen. Und geht halt nur DOS offen. Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ja, ich bin jetzt mal hier in direkt bei C. Wenn ich jetzt hier Windows angehe, Win eingebe, dann geht es nicht. Also ich muss tatsächlich in das Windows-Verzeichnis, um das zu starten. Und huch, jetzt bin ich ja wieder drin. Plötzlich. Das wollte ich ja gar nicht so. Gehe ich mal hier auf DOS und gucke mal, ob ich hier irgendwie da edit.com, das ist ja der Editor von DOS. Wenn ich den hier doppelklicke, dann kann er die Datei edit.pif nicht finden. Soll ich mit Standardeinstellungen fortfahren? Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Windows Benutzerhandbuch, das Arbeiten mit Standardanwendungsprogrammen. Das ist jetzt halt ja ein DOS-Programm. Jetzt gibt es diese Zusatzinformationen nicht, aber ich kann jetzt hier einfach standardmäßig fortführen. Und da sagt mir das Ding hier direkt, er hat zu wenig Speicher, um Edit noch auszuführen. Also Edit braucht halt sehr viel Speicher, DOS-Speicher. Und im Moment sind aber hier nur 443 Kilobyte frei. Und deswegen funktioniert das wohl nicht. Man kann in diesen PIF-Dateien festlegen, wie viel Speicher die Programme wirklich brauchen. Und wie viel da reserviert werden soll und so. Dann managt das, glaube ich, Windows so ein bisschen. Versucht es zumindest. Ja, aber das muss ich mir noch genauer angucken. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt. Wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst, immer rein in die Kommentare. Ich mache das jetzt zu. Beende Windows. Beim nächsten Mal werde ich mal upgraden auf Windows 2.0. Ist jetzt auch schon wieder ganz schön spät geworden. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.